Guten Morgen. Gerade die Kinder in den Kindergarten gebracht und mir Brötchen beim Bäcker geholt und werde jetzt erstmal schön frühstücken und dann die Wohnung putzen. Und dafür werde ich mir jetzt, glaube ich, den Film Pitch Perfect anmachen. Das ist so ein Film irgendwie für nebenbei. Den habe ich einfach schon so oft gesehen, dass ich nicht mehr so auf die Handlung gucke, sondern dass es mir eher um die Lieder dabei geht. Und weil es den ja gerade bei Netflix gibt, übrigens hoffe ich, dass die auch den zweiten Film jetzt hoffentlich bald mal auf Netflix bringen. Werde ich mir den jetzt mit anmachen und quasi mit anhören, während ich jetzt frühstücke und dann die Wohnung putze. Ich bin gerade beim Saubermachen und Aufräumen auf diese CDs hier gestoßen und die wollte ich euch sehr empfehlen. Wir mögen die sehr, 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 sehr gerne. Und zwar sind es die Musik-CDs Unter meinem Bett, heißt die Reihe. Gibt es auch noch 2, 3, hier habe ich die 4. Und hier, also das ist glaube ich, nee, das falsche wollte ich nicht dabei, genau, bei der 2. Das Lieblingslied der Kinder ist zum einen das erste hier, Mückennerven, Leute. Das singen wir am laufenden Band. Und die Nummer 7 von Bela B., Der Wolf mit dem Hut. Die sind echt so, 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 so geil. Das sind nicht solche schnöden, ollen Kinderlieder, die man so kennt und die ich tatsächlich leider nicht so leiden kann. Sondern das sind richtig, richtig coole. Hier geht's richtig ab. Der Wolf mit dem Hut, der wird bei uns, wenn das gespielt wird, aber richtig abgetanzt. Also die kann ich euch sehr empfehlen. Wir mögen die tatsächlich sehr gerne und ich verlinke die euch gerne mal unten in der Infobox. Das hier ist übrigens mein aktuelles Buch. Das ist von Anjana Gill aus dem Omega Verlag. Danke, liebes Universum, 95,7% Wunscherfüllung. Ich glaube, das kennt man so ein bisschen, dieses Bestellung beim Universum. Ich bin vor, das ist jetzt schon, ich glaube, 10 Jahre her, schon mal mit dem Thema in Berührung gekommen und habe da auch so ein ganz, ganz klein bisschen was dazu gemacht, aber es hatte jetzt nicht so die Erfolge. Und ich mag auch eigentlich nicht so dieses Bestellung beim Universum, sondern für mich ist das eher Visualisieren und Manifestieren. Und damit habe ich bereits gute Erfahrungen gemacht und kann das auch so unterschreiben, dass das funktioniert. Deswegen, ich lese das Buch ein bisschen in einem anderen Kontext. Für mich geht es um Visualisieren und Manifestieren und halt nicht bestellen beim Universum. So, das ist die einzige Einschränkung, die ich da quasi ein bisschen mache. Ansonsten ist das wie so eine Art Challenge, könnte man fast sagen, aufgebaut. Also erstmal hat man so eine kleine Einleitung und dann hat man halt immer Aufgaben, um einfach das Universum zu testen. Ne, und halt wirklich rauszukriegen, funktioniert das so? Weil dadurch steigt natürlich die Motivation, wenn ich merke, okay, das funktioniert doch mit den vorgegebenen Tests. Und dann kann ich halt meine eigenen, ich sag jetzt Bestellungen, weil es einfach praktischer ist, macht sich irgendwie, ne, abgeben. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe das heute in meinem Status gepostet. Daraufhin hat sich das gleich jemand bestellt. Ich kann euch ja von hier hinten das nochmal vorlesen. Du und das Universum, da geht was. Es funktioniert tatsächlich, absolut faszinierend. Das Universum erfüllt Wünsche. Und das sehe ich halt anders. Das Universum erfüllt nicht Wünsche, sondern wir visualisieren und manifestieren einfach Wünsche und programmieren so unser Unterbewusstsein auf Zielerreichung. So sehe ich das, aber im Grunde geht es um dieselbe Sache. Seit ich angefangen habe, das Universum zu testen, kann ich nur noch lachen, staunen und mich freuen. Es ist fast unglaublich, was auf einmal alles möglich ist. Die Frage ist jetzt doch nur noch, wird das Universum auch deine Wünsche erfüllen? Ja klar wird es das. Locker und mit viel Witz zeige ich dir, wie auch du deine Wünsche vom Universum erfüllt bekommst. Und am Ende bleibt nur zu sagen, we love the universe. Also ich sehe das ein bisschen anders, aber im Grunde geht es halt um dieselbe Sache. Ich würde halt einfach nur andere Worte dafür nutzen und bin jetzt tatsächlich sehr gespannt. Also ich werde mir jetzt ein Wunscherfüllungsbuch zulegen oder so ähnlich nannte sie das, glaube ich, oder ihr Wunschbuch. Und werde das alles ganz genauso machen, wie das in diesem Büchlein hier steht. Und euch danach, wenn ich dann mit allem durch bin, mal ein Feedback geben und erzählen, wie das so war. Ich habe mein Handy eigentlich gerade für was anderes liegen, aber wenn euch mal was richtig, richtig Gutes auf YouTube interessiert, guckt euch Jan Böhmermann an. Das sind auch nur ganz, ganz kurze Folgen. Sieht man gar nicht so, wenn mein Handy so dreckig ist. Sind auch nur ganz, ganz kurze Folgen immer. Guckt euch das mal an, das ist richtig, richtig genial. Also gebt einfach Jan Böhmermann ein und dann kommt die Playlist. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte,
Und zwar wollte ich euch eigentlich zeigen, was ich jetzt. Es ist aber auch dunkel, Herrschaftszeiten. Wollte ich euch eigentlich zeigen, was ich jetzt für eine Meditation mache. Und zwar mache ich jetzt eine Meditation zum Loslassen von Nina Beste. Also den Kanal von Nina Beste kann ich euch sowieso sehr, sehr, sehr empfehlen. Da sind alle Meditationen richtig, richtig toll. Und die Meditation, jetzt verlinke ich euch auch sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox. Die ist echt schön und auch gar nicht so lang. Nach dem Meditieren setze ich jetzt meistens nochmal eine Runde EFT dran. Also EFT ist ja gewisse Punkte abklopfen. Und da habe ich auch immer eine Klopfanleitung bei YouTube, die ich einfach auch mit abgehe und nachspreche. Die verlinke ich euch auch mal unten. Da geht es ums Thema Selbstliebe. Also ist auch für jeden was. Die ist auch richtig gut. Danach, schon alleine durch das Klopfen der Punkte, fühlt man sich so energetisiert und hat Bock und ist enthusiastisch und will was machen. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Überhaupt die einspricht, von der habe ich schon mehrere gemacht, die sind echt gut. Also das könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal angucken. Und ich werde jetzt, da ich ja jetzt einmal so unglaublich motiviert bin, mich an meinem PC machen und so ein paar Aufgaben machen. Es gibt so ein paar Aufgaben, auf die hat einfach niemand Bock. Die müssen aber gemacht werden und deswegen mache ich das jetzt, weil ich suche gerade, ich brauche einen Drittanbieter für irgendwas. Und da gibt es halt einen riesengroßen Markt und ich muss mich gerade entscheiden, mit wem ich da zusammenarbeiten möchte. Und deswegen werde ich mir jetzt einfach drei rauspicken, deren Konditionen mal vergleichen, mit denen Kontakt aufnehmen, das und das will ich machen, wie sieht es bei euch aus, könnt ihr euch das vorstellen, habt ihr damit Erfahrung? Und dass ich das mal jetzt so in die Wege leite und anleihe. Genau, das ist jetzt erstmal der Plan. Ich habe mir gerade die Haare gewaschen, das ist ja immer so das geilste Gefühl ever, frisch gewaschen Haare. Und ich gebe übrigens dann immer Ylang-Ylang auf die Kopfhaut, das mache ich jetzt seit ein paar Monaten. Und seitdem habe ich keine juckende Kopfhaut mehr, keine Schuppen mehr, damit hatte ich immer Probleme. Richtig, richtig, richtig schön. Und es riecht halt so mega geil, ne? Und ich gönne mir jetzt ein Päuschen, Kurwachwasser und ein Eis, weil heute zeitweise sogar ab und zu die Sonne scheint. Wir hatten halt echt richtig schlechtes Wetter die letzten Tage mit ganz, ganz viel Regen und kalt und eklig. Heute ist so der erste Tag, wo zum Glück wieder die Sonne scheint und es geht mir halt so um 1000% besser. Das ist immer so krass bei mir. Manchmal schieben sich noch dunkle Wolken vor und es ist, glaube ich, auch ein bisschen windig, aber es ist egal. Und ich überlege auch nachher, ich fahre heute dann nochmal weg, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich hoffe, das passt so. Und ich werde mir jetzt auf Netflix, glaube ich, die Dokumentation bzw. diesen Konzertfilm von Beyoncé reinziehen. Und bin sehr, sehr gespannt, wie der ist. Also während ich hier immer noch Beyoncé gucke, mehr höre eigentlich, packe ich hier drüben gerade meinen Krempel zusammen. Ich habe nämlich heute Abend noch einen Vortrag über ätherische Öle und suche mir gerade alles zusammen. Die Öle, die ich mitnehmen will, ein bisschen was zum Abfüllen und Roll-Ons machen. Mein Lavendelspray, meine eigenen Roll-Ons. Genau, das hier übrigens mein Diffuser. Ich werde immer noch sehr, sehr oft gefragt, welchen Diffuser ich habe. Ich verlinke euch den einfach nochmal unten in der Infobox. Mit dem bin ich wirklich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Das hier ist übrigens mein neues Armband. Also so neu ist es auch gar nicht mehr. Da drin sind so kleine Pads, wo man die Öle direkt drauf träufeln kann. Dann hat man das so immer bei sich. Ich muss noch überlegen, welchen Duft ich mir dann drauf mache. Genau, und das packe ich jetzt alles in meinen Rucksack, weil ich ja vorhabe, mit dem Fahrrad zu fahren, weil es nach dem Vortrag dann noch weitergeht und ich die Freiheit haben möchte, eventuell Alkohol zu trinken. Und weil es ja sowieso besser ist, mit dem Fahrrad zu fahren, aus vielen verschiedenen Gründen. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich das hier so reingepackt kriege irgendwie. Aber das wird schon gehen, glaube ich. Also ich kann sagen, hier Homecoming von Beyoncé ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Ich schaffe es jetzt auch gar nicht zu Ende zu gucken. Ich muss es dann morgen früh zu Ende gucken. Und sie spricht so in einem Teil über, na, wie das so war, Mutter zu werden ganz im Allgemeinen und dann halt kurz nach der Geburt hier einzusteigen in die Vorbereitung für dieses Coachella. Konzert und so. Also der Teil hat mir bisher am besten gefallen, wo sie so da ein bisschen erzählt hat. So, bis hier bin ich jetzt schon vorbereitet auf meinen Vortrag. Hier unten rum muss dann gleich noch was passieren.
Ich mache jetzt aber nochmal eine Halschakra-Meditation. Ne? Halschakra ist ja für Kommunikation, guten Ausdruck. Deswegen aktiviere ich das jetzt nochmal und werde auch nochmal eine Runde klopfen. Werde dann auch nochmal was essen. Und dann geht es dann auch schon gleich los. Was ich euch übrigens noch erzählen wollte, was ich glaube ich hier auf diesem Kanal noch gar nicht gemacht habe, ist, dass es mittlerweile seit einigen Wochen bereits schon das Hörbuch zu meinem Kinderbuch jetzt endlich gibt. Natürlich von mir gelesen. Und zwar könnt ihr euch das jetzt auf meiner Homepage herunterladen, wenn ihr das möchtet. Da sind alle Geschichten aus meinem Kinderbuch Prinz und Prinzessin Farbenfroh aus dem Regenbogenwald aufgenommen. Alle Entspannungsgeschichten könnt ihr euch dort runterladen. Verlinke ich euch auch einmal unten in der Infobox. So, ich bin ready to go. Meine tollen Jacke hier. und nach meinem Vortrag übrigens fahre ich noch zu einer Freundin Game of Thrones gucken. Und zwar Folge 4 und 5. Ich bin mal darauf angewiesen, dass ich bei ihr gucken kann. Und wir gucken Folge 4 und 5. Und dann muss ich, glaube ich, 2 Wochen warten, ehe ich dann Folge 6 gucken kann. Aber es ist egal. Please don't spoiler me! Und ja, das war's mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe wieder, dass es euch sehr gefallen hat. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!